Ihr Lieben, es gibt Neues von der Front, hier bei uns auf dem Kanal, von mir, Miami Johnny. Nachdem am 13. diesen Monats das angekündigte Treffen hier in Passau nicht stattgefunden hat und auch das Treffen am 27. hier in Passau nicht stattgefunden hat, hat aber immerhin die Veröffentlichung der Schmierendoku funktioniert. Die kam jetzt am Freitag, wurde die veröffentlicht. Ja, was soll ich sagen? Wir fangen mal vorne an. Also, CNN-tauglich ist das Schmierentheater wohl kaum. Weder inhaltlich noch qualitativ, technisch umgesetzt ist in irgendeiner Form was dabei, was CNN interessieren könnte und womit CNN arbeiten würde. Also da hat sich unser Sascha Spielberg deutlich überschätzt, aber so ist das nun mal bei Narzissten. Inhaltlich muss ich sagen, wenn wir jetzt mal Nadine B., die Protagonistin, nehmen und diese junge Dame beleuchten. Okay, sie ist 2008 16 gewesen und hat in Hamburg einen Türsteher kennengelernt, der Jan heißt. Ist von diesem Türsteher in eine Wohnung gebracht worden, weil sie keine Unterkunft hatte, weil sie von zu Hause abgehauen ist. Und der hat sie in der Hammer Landstraße wohnen lassen. Gut, brechen wir da mal ab, weil ich bin kein Türsteher in Hamburg gewesen, noch nie. Ich habe also an keiner einzigen Tür in Hamburg gearbeitet. Das letzte Mal, als ich an der Tür gestanden bin, das war 1999. Also gut 10 Jahre vorher. Und das war im Ruhrgebiet. Ich heiße Jan Christoph Sander mit bürgerlichem Namen. Mein Milieuname in Hamburg war allerdings Gianni, beziehungsweise Miami. Und genauso hat man mich auch genannt und auch gerufen. Nadine B. hat nicht ein einziges Mal meinen Milieunamen erwähnt. Wie gesagt, ich bin ja auch als Milieugröße in Hamburg bekannt. Das hat ja auch Sascha Tober so berichtet im Vorspann. Gut, dann zeigt mir mal eine Milieugröße, der irgendwo als Türsteher arbeitet an irgendeiner, keine Ahnung was, Diskothek, wahrscheinlich auf der Reeperbahn. Ja, so viel dazu. Im folgenden Beitrag dann hat die junge Dame dann auch den Namen Jan erwähnt. Jan ist ein türkischer Name. Und würde dann tatsächlich auch zu dem Ganzen, was ihr passiert ist, passen. Weil meine Erfahrungen, die ich gemacht habe im Milieu, dass gerade die Migranten im Milieu sich solcher Methoden bedienen. Ja, es fängt erst nett an, dass man eine Frau irgendwo kennenlernt, in Social Media, in den sozialen Netzwerken oder tatsächlich irgendwo in der Diskothek. Dafür ist ja der Kiez eigentlich bekannt, dass die ganzen Jungs aus dem Umland, aus den Stadtteilen am Wochenende auf der Reeperbahn da junge Dinger klar machen und die dann versuchen, in irgendwelche Modellwohnungen reinzubringen, sprich ins Milieu, dem Milieu zuzuführen. Und das machen sie teilweise auch wirklich mit widerlichen Methoden. Inwieweit dieser Nadine B. jetzt das alles so passiert ist, wie sie berichtet, kann man nicht nachvollziehen. Ich würde der Nadine B. einfach empfehlen, sich an die Polizei zu wenden in Hamburg und da einfach eine Anzeige zu erstatten. Soll natürlich auch gucken, inwieweit man da noch irgendwas beweisen kann, was damals geschehen ist, ob sie da vielleicht noch andere Namen hat, inwieweit vielleicht Sachen verjährt sind. Auf jeden Fall ist das ein Klassiker. Das, was diese Nadine B. da berichtet, das passiert, kann man schon fast sagen, täglich.
vielen Mädchen in Deutschland. Das ist traurig und das ist auch der Grund, warum ich für die Polizei gearbeitet habe. Und ich glaube, das kann man mir nicht verübeln. Denn sowas darf nicht passieren. Dass man mich jetzt beschuldigt, sprich der Tober, da ein Schmierentheater rausmacht. Es gibt ja jetzt noch einen neuen Protagonisten, der sich da eingemischt hat. Wieder ein türkischstämmiger Ertan Ungun, der ja ein Cousin von Türken Musa Aksüt sein will. Ja, ist klar. Dein Auftritt da in Kiel im Hotel mit deiner heftigen Sonnenbrille, das sagt ja eigentlich schon alles. Und zu dir brauche ich eigentlich auch nichts sagen. Und gerade da du ja auch mit deiner doch recht, naja, geringen Schulbildung in deinem Post letztens irgendwas zu Ali Osman gebracht hast, von wegen Marxismus und Kapitalismus. Schwieriges Thema. Sollte ein Typ wie du vielleicht nicht anfassen, das Thema. Lass gut sein. Ja, lass einfach gut sein. Mein Tipp an dich, lass gut sein. Das ist eine Nummer zu hoch für dich, glaub mir das. Ja, und das Bildungsniveau hast du nicht. Und ich habe mich mal in Hamburg über dich erkundigt. Dich kennt keine Sau. Die richtigen, auch deine Landsleute übrigens, haben mir nämlich die Sprachnachricht geschickt. Du Bruder, jetzt ganz ehrlich, der Typ sagt mir nichts. Null, null, null. Null. Bestimmt so ein Nebenläufer, weißt du? Der ein, zwei Bilder gemacht hat und macht jetzt auch Gangster. Das ist eine Kakerlake. Von wegen der größte Gangster und so. Ich habe diesen Bild da, wo er seine beiden Hände, wie betende Hände. Das sind Kakerlaken, Bruder. Über so eine Leute braucht, wenn ich rede, den kenne ich noch nicht mal, diese kleine Pussy. So, das war ein sehr bekannter Mann oben aus dem Hamburger Rotlicht, ein Türke. Und der ist seit 35 Jahren im Rotlichtmilieu, beziehungsweise überhaupt oben in der Szene. Der ist ein Szenekenner. Der kennt sie alle, von den 80er Jahren angefangen. Und sein Bruder genauso. Ich will den Namen jetzt hier nicht nennen, weil er weiß gar nicht, dass ich jetzt hier seine Sprachnachricht veröffentliche. Aber ansonsten hätte er auch kein Problem damit. Ich werde mit ihm dann nochmal Rücksprache halten. Und da wird er wahrscheinlich sagen, komm Bruder, mach, alles gut. Nur um die Seriosität zu wahren, also er heißt Faruk, Faruk B., nicht Nadine B., Faruk B. Wenn ich von ihm das okay habe, werde ich den ganzen Namen hier nochmal preisgeben. Aber ihr seht jetzt, was das für ein Schmierentheater ist. Da versuchen zwei totale Nobodies auf Kosten von mir, um da jetzt Gehör zu finden. Der Beitrag ist ja auch vielen Kommentatoren, hier vielen Zuschauern aufgefallen. Der ist ja mehr als schlecht. Die Bilder irgendwo überall geklaut, zusammengeschnitten. Und die Stimme, eine Computerstimme, da hat sich der Toba ja auch mit gebrüstet, von wegen hier mit seiner Kollegin, die als Moderatorin arbeitet und bei Instagram und hin und her. Schwierig alles, ne? Sascha, du weißt, was du da für einen Bockmist gerade baust. Seriös ist was anderes, deswegen versuch auch gar nicht seriös zu wirken, weil das ist alles einfach nur peinlich, was du da bringst. Du bist der, der du bist. Ich habe dir da im Vorfeld schon mal was zu gesagt. Genauso wie der Koksschlumpf, der ist. Und mein klares Fazit, ihr seid einfach nur widerlich. Widerwärtig, widerlich. Und ihr versucht, die Leute bei YouTube zu beeindrucken, für dumm zu verkaufen und hinters Licht zu führen. Und ihr versucht, Männer wie mich zu diskreditieren, weil ich bin ja sowieso die Persona non grata, weil ich für die Polizei gearbeitet habe. Und da versucht er ja grundsätzlich dann auch immer irgendwo zu behaupten, ja, die Behörden und ja, die Ratten, die Verräter, die 31er, das sind ja sowieso die schlimmsten Leute, weil die sind ja noch viel schlimmer als die Verbrecher selber. Ich bin mal gespannt auf deinen LKA-Kontakt, den du da haben willst. Das ist wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, das ist definitiv genauso gelogen wie der ganze andere Rest. Ich
werde jetzt hier nochmal einen Gesprächsverlauf von dir und meiner Freundin Stefanie veröffentlichen. Um dann auch nochmal zu beweisen, was du für ein falscher 50er bist. Du hast ja behauptet, meine Freundin würde anschaffen gehen. Genauso wie Ali Osman behauptet, ich sei ja nach meiner Haft von ihr aufgenommen worden, weil ich keine Bleibe hatte. Ach Junge, ich habe 1,5 Jahre in Essen-Kupferdreh im Prinz-Wilhelm-Damm meine eigene Wohnung gehabt und bin dann im März fest nach Passau gezogen. Und das kann ich auch beweisen. Ich kann dir Mietverträge zeigen, genauso wie mit meinem Gewerbe. Ich bin ja im Bau tätig. Das ist auch alles offiziell und alles genehmigt. Tja, bis auf das, was ihr macht. Das ist alles nicht nur grenzwertig, sondern das ist strafbar. Das ist üble Nachrede. Und übrigens, ich habe auch Einblicke in gewisse Kommentare von euch. Aktuelle, und damit ist dieser Ongun gemeint und sogar jetzt Erkan Sekan wieder mal, der mischt sich ja auch immer überall ein mit seinem Halbwissen. Ich bin nie angeklagt worden wegen Zuhälterei oder sonstiges. Ich war auch nicht Gegenstand der Ermittlungen oben in Hamburg, was Musa Aksüt betrifft, sondern die Freundin von Musa Aksüt hat Musa Aksüt angezeigt, weil Musa Aksüt sie geschlagen hat mit einer Pistole in der Hand auf den Kopf im Winterhuder Weg. Und diese Freundin von Musa hat damals in der Hammer Landstraße gewohnt. Ich glaube sogar da in diesem besagten Haus. Und die war mit mehreren Türken zusammen. Unter anderem, wie gesagt, mit Musa. Und die hat ihn, wie gesagt, angezeigt. Und wenn ihr die Geschichte mal lesen wollt, da steht sie drin. In meinem Buch. Auch in Sascha. Übrigens. So sieht ein Bestseller aus. Und so sieht ein Buch aus. Und mein zweites kommt im Herbst. Das böse Kind. So. Und auf Seite 174 könnt ihr die Geschichte von Locke lesen. Alles drin. Tja. Sascha, deine Doku über mich ist dein Untergang. Ali, Osman, Yıldıray Kaymaz und besagter Issa Minati, die haben sich ja frühzeitig schon rausgezogen. Ist aber völlig unerheblich, denn die Anzeige läuft. Ertan Ongun, muss man jetzt gucken, inwieweit man den damit einbezieht. Aber wenn er jetzt meint, er muss ja noch den Dicken machen, dann bist du definitiv auch mit von der Partie. Deswegen, ich sag dir nur eins, zieh dich da raus. Das ist eine Nummer zu hoch für dich. Definitiv. Brauchst mir jetzt auch nicht hier mit deinem türkischen Mafia-Gehabe kommen. Weil das habe ich alles schon hinter mir. Und glaub mal, ich habe mit ganz anderen Leuten am Tisch gesessen. Da bist du eine ganz kleine Pfeife. Und es ist mir auch egal, wen du alles kennst. Weil ich kenne auch ganz viele. Aber wir wollen ja von Mann zu Mann, weil ich kläre meine Sachen von Mann zu Mann. Deswegen, ich sitze auch nicht in irgendwelchen Wohnungen in der Hammer Landstraße mit irgendwelchen Kumpels und gebe irgendwelchen kleinen Kindern Drogen. Ja, ich bin Einzelgänger. Ich habe keine Kumpels, mit denen ich in irgendwelchen Buden irgendwelche kleinen Mädchen vernasche. Das macht ihr. Das ist euer Stil. Weil das sieht man jetzt bei YouTube. Jetzt macht er schon hier eine neue Firma zusammen auf. Vorher hat er mit Toba mit Kaymaz gekumpelt und dann hier mit Issa und dann mit hier und mit da. Ihr könnt doch gar nicht alleine. Den einzigen, den man hier immer alleine sieht, das bin ich. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Euch stecke ich alle dreimal in die Tasche und fünfmal und zehnmal. Und ich sitze hier alleine. Und genau das war auch in Hamburg so. Da war ich auch alleine. Immer alleine. Und wo wart ihr? Seht ihr?
Und jetzt versucht er auf Social Media den Dicken zu machen. Ich würde sagen, ihr seid mit dem Ganzen hier ganz schön auf die Schnauze gefallen. Aber ich freue mich auf eure nächste Doku. Vielleicht sehen wir dann auch mal den LKA-Beamten. Und auch die ganze Geschichte werden wir komplett entkräften. So, ihr Lieben, ich melde mich wieder. Ich gehe jetzt ein bisschen trainieren, weil es wartet ja der nächste Gegner im Dezember. Ja, unser Sucuk44TV. Ja, und ansonsten geht es für mich morgen wieder an die Schippe. Geld verdienen mit ehrlicher Arbeit und nicht mit so einem Schmierentheater, was ihr da abzieht. Okay, in diesem Sinne, euer Ayemi Jani. Bleibt gesund.